Das Frühjahr naht und wir von der Arche Noah möchten euch gerne zeigen, wie ihr zu Hause selber Jungpflanzen vorziehen könnt. Zuerst gebt ihr die Erde in die Aussaatschale und drückt die Erde gut an, damit sie einen festen Untergrund bildet. Im Anschluss streut ihr das Saatgut auf die Erde und drückt dieses leicht auf die Erde drauf. Dann muss das Saatgut noch mit Erde leicht bedeckt werden und dann nicht vergessen das Gießen, damit die Samen auch keimen können. Was auch noch ganz wichtig ist, ist die Beschriftung mit dem Sortennamen, wenn ihr mehrere Sorten anbaut, damit es dann zu keinen Sortenverwechslungen kommt. Nach circa 2 Wochen sind die Samen gekeimt und jetzt geht es ans Pikieren. Ihr nehmt ganz vorsichtig die kleinen Pflänzchen heraus und gebt sie am besten mit einem Pikierstab oder mit einem Bleistift in einen eigenen Topf, der wiederum mit Erde befüllt ist, und gießt die Pflanzen gut an. Auch hier wieder nicht vergessen, das Beschriften mit dem Sortennamen. Wenn die Pflanzen groß genug sind und die Temperaturen es erlauben, können sie dann ins Freie gesetzt werden.